Ja, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Heute wollen wir mal wieder ein leckeres Schmorgericht machen, und zwar ungarisches Gulasch. Viel Spaß! So, Freunde, hier sind die Zutaten für unser ungarisches Gulasch: Rindergulasch, Kartoffeln, Gewürze. Da haben wir Majoran, Thymian, gehackte Knoblauchzehen, Paprika edelsüß, Paprika rosenscharf. Dann haben wir noch ein Gulaschgewürz, Öl zum Anbraten, Zwiebeln, Paprika, Rotwein brauchen wir, Salz und Pfeffer und gegebenenfalls etwas Wasser. Ja, dann können wir auch schon loslegen. Unser Gulasch werden wir jetzt mit dem Paprika rosenscharf und Paprika edelsüß vermengen und lassen das etwas stehen. Das kann so eine halbe bis zu einer Stunde durchziehen. Und dann geht es weiter. So, dass sie schön alle Paprika dran haben. Kann nicht stehen bleiben. So, Hände sind auch rot. Und wenn wir soweit sind, geht es natürlich an selbiger Stelle weiter. Wir haben nun unseren Bräter auf den Herd gestellt. Darin verteilen wir unser Öl. Das waren 2 bis 3 Esslöffel. Und das lassen wir jetzt nun etwas heiß werden. Und dann kommen die Zwiebeln dazu. Ja, und dann sind wir wieder bei euch. Unser Öl ist nun heiß. Nun kommen unsere Zwiebeln hinein. Die lassen wir so, na, ich sag mal 15, 20 Minuten, vielleicht auch nur 10 Minuten, dass sie glasig werden. Und dann sehen wir uns wieder. Unsere Zwiebeln sind nun schön angeschmort, wie ihr seht. Nun gebe ich das Fleisch drauf. So. Das ist mit dem Paprikapulver auch richtig schön durchgezogen. Da haben wir wieder nicht gemacht, einen Löffel rausgeholt. Von unserem Gulaschgewürz streue ich nun noch 3 Teelöffel darüber. Und das Ganze lassen wir jetzt ungefähr 10 Minuten auf den Zwiebeln bei offenem Deckel ziehen. Ja, ziehen. Eben, es schmort ja nicht, es macht ja nichts. Ja. Und dann rühren wir erst um, obwohl ich schon ganz hibbelig zum Umrühren bin. Ja, aber Frau Kühne zappelt schon wieder ein bisschen. Aber das kriegen wir in den Griff und wenn wir soweit sind, sehen wir uns wieder. Umgerührt haben wir nun. Nun kommt unser Knoblauch dazu. Majoran. Thymian, etwas Tomatenmark, was wir vorhin ja nun im ersten Bild vergessen haben, vom Schafen ein bisschen. Ah ja, du schon keiner, ja. Und eine gute Portion vom normalen Tomatenmark und das Ganze wird umgerührt nun. So. So, und jetzt löschen wir das Ganze mit Rotwein ab. Na, 300 Milliliter wären es wohl wert. Zwei gute Gläser auf jeden Fall. Das ist ein guter Schluck. Jo. So. Und nun kommt der Deckel drauf und das Ganze kann ja, eine Stunde, anderthalb auf jeden Fall schmörgeln. Schmoren, ja. Das Wort gibt es gar nicht, was ich mir ausgedacht habe. Ist egal. Die Paprika kommt hier auch noch zu. Die kommt dann, sobald wir jetzt soweit sind, ich denke eine halbe, dreiviertel Stunde, dann kommen die Kartoffeln und die Paprika dazu. Eventuell noch Wasser rein. Je nachdem, wie viel Flüssigkeit jetzt verdampft und eingesogen wird.
Dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, unser Gulasch schmorgelt nun schon eine gute Stunde. Schmort. Für mich schmorgelt der. Ist doch auch wurscht. Ich würze nun... Wieder mal ein neues Schmort. Mit Salz und etwas Pfeffer. So. Ja, der Kumpel kann mal neue Batterien vertragen. Ach, kümmere ich mich darum. Gut. Ja. Nun kommen unsere Paprika noch dazu. Und die Kartoffeln. So, das Ganze werde ich jetzt unterheben. Und dann kann es auf jeden Fall noch mal einen Schluck Wasser vertragen, wie ich es jetzt sehe. Das machen wir auch gleich mal. Na, 200 Milliliter gieße ich jetzt mal an. Ja, ich denke, das reicht erstmal. Ja. Wir schauen ja ab und zu mal rein. Genau, falls es dann noch Flüssigkeit braucht. Das Ganze kann jetzt ungefähr 40, 45 Minuten noch köcheln. Und ja, dann schon. Vor allem wegen den Kartoffeln. Ja, die müssen gar werden. Ja. Aber wir gehen erstmal von 45 Minuten aus. Ja, und dann geht's weiter hier. Genau. Ein bisschen mehr als 2 Stunden sind nun vergangen. Ihr seht, unser Gulasch. Ich denke, er ist fertig und jetzt kann gleich serviert werden. So, Freunde, kurzes Fazit. Also für Leute mit einer Paprika-Allergie ist das wirklich nichts. Paprika ist sehr dominant in diesem Gericht, aber auch sehr lecker, passt sehr gut. Die ganze Sache ist natürlich ein bisschen zeitaufwendig, aber sonntags hat man Zeit, denke ich mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Tschüss!